Dann fangen wir mal an. Dazu müssen wir einmal hier ins Construction Center hinein und da laden wir mal unseren Standardzubringer. Da haben wir ja einen sehr gut erprobten. Wo haben wir den guten Jungen? Der ist hier unten. Da ist er von Braun Personalien und der hat wirklich nur Standardmaterial. Alles, was wir hier sehen, das ist alles so mit Spezial. Und deshalb loaden wir mal den hier. Loade, loade, loade. Und da haben wir den auch schon. Da sehen wir, hier unten sind die Twin Bores dran. Die Schweinchen sozusagen. Dann hier ist der Carbodyne Tank dran. Hier unten so eine schöne Mammut. Dann haben wir hier zwei solche schöne Powerstufen. Hier haben wir zweimal die AV 105 RCS Thruster Blocks. Eigentlich alles ganz gut. Deshalb gehen wir direkterweise hier rein und schmeißen erstmal alles raus. Wir brauchen drei Engines. Drei Engines und da wollen wir mal gucken, welche Engines wir kriegen. Die haben alle jeweils einen, ja, ein Dingens, ein Stern. Also da ist die Auswahl jetzt nicht so der Hammer. Wir hätten Burvik Kerman, wäre eine Möglichkeit. Dann hätten wir Lynra Kerman. Dann Perdest Kerman. Warum die Schrift hier so versetzt aussieht, weiß ich nicht. Das ist jetzt ein Darstellungsfehler? Da sieht es ein bisschen komisch aus, das D, wa? Adrian sieht das D auch ein bisschen komisch aus. Okay. Gut, die war Celdrian wäre eine Möglichkeit. Celdrian glaube ich auf jeden Fall ja. Celdrian nehmen wir mal so als Anekdote für die Zelda. Dann, wir könnten Tissa nehmen oder Fede. Haben wir denn noch was Männliches in the Engineering? Das ist eindeutig männlich. Wir nehmen dann Burby noch. Wir wollen ja auch ein bisschen männliches Personal da oben haben. Was hätten wir noch? Wir hätten Lynra. Lynra klingt gut vom Namen. Pettas, ich weiß nicht. Bitte. Oder Tissa. Tissa. Oder Lindra. Ja, gute Frage. Tissa, Lindra. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich entscheide mich für Tissa. Keine Ahnung warum. Lindra klingt mir aktuell ein bisschen zu weich und Ingenieur darf auch mal ein bisschen strong sein. Gut, wir haben jede Menge Material oben. Jetzt hätte ich natürlich noch mal die Möglichkeit, mit denen hier natürlich auch noch mal Lampen mit nach oben zu bringen. Oh, seht ihr ja da, Lampen, 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 Lampen. Das wäre eine Möglichkeit. Also theoretisch. Ich könnte natürlich auch was anderes hochbringen. Wir müssen mal gucken, vielleicht haben wir da noch andere Möglichkeit, da was nach oben zu bringen. Und deshalb schauen wir mal rein. Wir hätten ja Science-Zeug. Das Science-Zeug brauche ich jetzt nicht nach oben bringen. Schraubendreher haben wir auch. Propellanten haben wir. Das haben wir, haben wir, haben wir. Schauen wir uns mal der Utilis an. Und der Utilis sage mir, ja, eigentlich brauche ich hier gar nichts davon. Nee, nicht wirklich. Kann man sich sparen. Okay, gut. Dann hätten wir hier. So was Schönes. Nee, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Einen Rockmax. Max Multi-Point Connector. Gute Frage. Könnte man theoretischerweise machen. Ich habe sowieso noch einige Sauereien da oben vor. Wie groß ist denn der eigentlich? Hallo? Das sieht eigentlich standardgrößer aus an der Materialien. Krieg ich den hier eigentlich irgendwo hin? So sowieso nicht. Ich glaube, ich krieg den eh nicht rein. Hallo? Ich muss den lange halten. Nö, der wäre definitiv zu groß. Das würde eh nicht klappen. Gut, dann machen wir das anders. Da kommen die dann nochmal die Lamps rein.
Nein, dann nimmt dich alle Lems. Lems. Ja, wir können noch mal gucken, ob wir noch was anderes sehen. Haben wir. Da wäre jetzt nichts Reizvolles eigentlich mehr. Ah, da wäre noch mal Truster. Bro, da wäre ein Truster. Truster no action. Wir könnten theoretischerweise noch mal Truster nach oben bringen. Wollen wir noch mal Truster hochbringen? Nee, Truster haben wir. Das Ding gümbelt zwar extrem langsam, aber wir haben Truster ohne Ende. Das reicht eigentlich. Haben wir hier nochmal was Spannendes? Düsen. Nee, eigentlich auch nicht. Gut, wir bringen doch wirklich nochmal die Lampen hoch. Muss ich die nochmal finden? Wo waren wir denn gewesen? Nee, hier, danke. So, dann machen wir mal 3 Lampen. Okay, passt. Dann können wir das hier closen. Und dann jagen wir die mal nach oben. Wir prüfen das nochmal nach. NG. Passt. Ich muss mir auf alle Fälle nochmal die Namen aufschreiben. Ohne dem geht's nicht. Weil die brauche ich ja nachher für spätere Dinge, die Namen. Weil das Ganze ja dann auch noch einen Storyplot bekommt. Das ist einmal Zeldrian. Zeldrian. Das ist Burvey. Und der Tissa. Genau. Tissa ist ein ganz guter Name. Den kann man sich eigentlich. Das ist doch mit Doppel-I sogar. Aha, ich sehe gerade. Tissa. Ich habe nur das Doppel-S beachtet, aber Doppel-I habe ich nicht beachtet. So, das sind der Engines. Ingenieurs. Den Ingenieurs, das ist nicht zu schwörres, wie man so schön sagt. Und dann nehme ich erstmal eine aufrechte Sitzposition ein und dann gehen wir schon aufs Loungepad. So einfach ist das manchmal. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir das letzte benötigte Personal nach oben bekommen. Genau. Aha. Noch nicht mal gestartet und schon sind die Damen da am Reden. Ja, gut. Wollen wir mal gucken. Wir gehen einmal erstmal in den Map-Modus und nehmen uns die Van Braun, setzen sie als Target und da haben wir sie auch schon direkterweise. Und dann gehen wir zurück. Wir haben heute mal einen schönen Nachtstart. Wir sehen so den Himmel. Ja, der ist heute etwas so leicht bewölkt. Also wir haben definitiv Wetterzone. Mission Control, wie sieht's mit dem Wetter aus? Haben wir Sturmling oder haben wir keinen Sturmling? Wie sieht's denn da aus? Ah ja, okay, wir haben Startfreigabe. Wetter sieht ganz gut aus. Er hat so seinen Tag Kaffee to go dabei, sehr schön. Ja, gut, wir haben alles da. Wir werden mal ganz progressiv auf 100% starten. Gucken nochmal, ob das Staging in Ordnung ist. Ja, die 3 Ingenieure schauen noch ganz fröhlich. Das können wir definitiv ändern und zwar durch das Drücken der Startfreigabe. Das machen wir dann in 3, 2, 1. Da. Ja. Ja, der erste schaut schon ein bisschen seltsam. Zeldrian schaut sehr begeisternd. Und Tissa ist auch nicht besonders glücklich. Also Zeldrian könnte sich bei mir so rein theoretischerweise so ein bisschen hoppala. Wir sind ein bisschen flott unterwegs. Könnte sich so rein theoretischerweise durch diese Art der Begeisterung bei mir sich ein bisschen so hochspielen. Sehr schön. Wunderbar. Okay, wir gehen so leicht jetzt in die Neige hinein. Lassen das Ganze schön kommen. Haben jetzt gleich unsere typisch 80 Grad Winkel. Da haben wir sie auch schon. Sehr gut. Lassen wir sie ein bisschen einpegeln. Ah, ja. Gut, wunderbar. Mensch. So, wir haben jetzt eine Beschleunigung, nachdem das ja so ein bisschen abgebremst war. Sind bei 260 Meter pro Sekunde, bei 15.000. Ja, wir lassen den einfach jetzt mal so brennen.
270, 280. Ja, wir haben gleich 19.000, 290, 19.500. 300 Meter pro Sekunde sind bei 20.000. Die APO ist 26.000 in 35 Sekunden. Das heißt, wir gehen jetzt schon mal ein bisschen weiter runter. Gehen auf 70 Grad Winkel. Lassen den ganz sachte kommen. Ah, und gleich sind die Twin Boars alle. Da sind sie auch schon alle. Lassen den kurz nochmal und meißen die Twin Boars ab. Und die Beschleunigung geht weiter. Wir sind definitiv in Plusbeschleunigung. Sind jetzt bei 400 Meter pro Sekunde, bei 35 aktuell, 44. Und Time to APO steigt. Das heißt, wir gehen weiter runter. Wir gehen mal direkterweise auf 45 Grad Winkel. Lassen wir ihn ganz sanft kommen da rein. So. Immer schön sachte. Es ist Sonntag. Wir sind ja hier die Sonntagsflieger hier im Hause sozusagen. Kennt er ja mittlerweile. Immer schön mit der Ruhe. Wir sind ja hier nicht auf der Flucht, obwohl wir haben jetzt aktuell Fluchtgeschwindigkeit. Okay. So, 50.000 aktuell, 59 APO, 48 Sekunden, 49 Sekunden steigend. Sieht eigentlich sehr schön aus. Ich kann mich nicht beschweren. Das heißt, wir gehen mal noch weiter runter. Wir gehen jetzt runter auf 20 Grad. 20 Grad. Jetzt gehen wir mal richtig schön hier rein. Haben dann schon mal vorgearbeitet. Und zwar für die orbitale Beschleunigung. Da sehen wir das schon. Wir haben jetzt schon 1000 Meter pro Sekunde. Das sieht immer ganz gut aus. 75.000. Wir müssen auf 300.000 hoch. 55 Sekunden. Das heißt, wir gehen jetzt komplett auf 0 Grad Winkel. Aus einem einfachen Grunde. Wir sind selber schon auf 70.000. Auch wenn ich irgendwie die Space-Musik gerade vermisse. Sie ist ganz leise. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Her an jeder Pizzeria. Ja, die liefern nämlich nur um den nächsten Häuserblock. Ja, 82.000. Die Peri wird jetzt auch langsam angehoben. Aktuell haben wir 79. Jetzt 80.000. Das sieht eigentlich ganz angenehm aus. 1 Minute und 2 Minuten. Gleich wird es einen Kameraschwenker geben. Wir sind im positiven Bereich der Periapse. Und sie geht jetzt hoch. Beziehungsweise wir schmeißen jetzt diese Stufe ab. Sind jetzt definitiv auf der Space-Stufe. Und jetzt brennen wir direkterweise hoch auf 300.000. 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Jetzt machen wir sachte. Lassen schön kommen. Noch 5.000 Reihe. 2,5.